Wie das letzte Mal motiviert, wollen wir Sortieralgorithmen kennenlernen. Wir fangen mit einem relativ einfachen Sortieralgorithmus an. Dieser relativ einfache Sortieralgorithmus wird nicht sehr schnell sein, aber dann werden wir uns sozusagen in der Raffinesse steigern. Der einfache Sortieralgorithmus, den wir behandeln werden, ist Insertion Sort. Und ich werde es sozusagen mit Händen und Füßen kurz erklären, bevor wir es formaler als Algorithmus betrachten. Wir stellen uns vor, das hier wäre die gegebene Liste. Und dann nehmen wir uns das zweite Element der Liste heraus und sagen, links von dem Element, das wir rausnehmen, ist die Liste für uns schon mal sortiert. Da sind vielleicht noch nicht alle Elemente drin, aber die ist sortiert. Das heißt, wenn wir uns hier das zweite Element rausnehmen, steht hier links von diesem einfach nur ein Element und das ist auf jeden Fall eine sortierte Liste. Das heißt, wir werden bei unserer Sortierprozedur eine Invariante haben und diese Invariante ist, dass immer das Rote sozusagen eine sortierte Liste ist. Und was wir dann machen werden, ist, wir schnappen uns den Grünen, also am Anfang das zweite Element und später immer weiter rechts und werden dieses Element einfach links in die richtige Position einfügen. Insertion Sort. Das heißt, wir gehen von i gleich 2 bis n, also bis ganz zum Schluss, haben als Invariante, dass links von dem grünen Element, das wir gerade betrachten, alles schon sortiert ist. Und dann werden wir dieses Element vergleichen. Und da, wo es reingehört, werden wir es reinzwängen. Als Beispiel ergäbe sich Folgendes. Wir haben hier dargestellt sozusagen links die schon sortierte Liste, das ist die Invariante, dass hier links das sortiert ist, die 4 als einelementige Liste hier ist schon sortiert. Und jetzt nehmen wir von den noch unsortierten das ganz linke Element, das ist sozusagen das, was hier oben in grün erscheint, und schieben es an die richtige Stelle in der sortierten Liste. Das ist in diesem Fall direkt hinten dran, weil die 7 größer ist als die 4. Dann schnappen wir uns die 1, vergleichen, aha, die muss davor geschrieben werden, machen wir. Und dann haben wir wieder eine 1. Wir vergleichen und können die dann hier dazwischen schieben. Und dann haben wir auf einmal die Liste sortiert und die Liste der unsortierten Elemente ist leer. Das ist, was passiert. Was wir jetzt noch klären müssen, ist, weil Dinge Computern zu erklären, ist nicht so, mach mal das an die richtige Stelle, sondern das ist, wie wenn man mit Hochleistungstrotteln redet. Das heißt, wir müssen jetzt diesen Teil der Prozedur noch etwas detaillieren, damit das auch funktioniert. So, das ist es jetzt. Wir haben die Prozedur. Die Prozedur bekommt ein Array von Elementen, die wir vergleichen können. Wir haben hier immer noch diese Schleife für i gleich 2 bis zum Ende durch. Wir haben die Invariante, das sozusagen bis zur Position i minus 1, die Position i ist die, die wir gerade betrachten, das grüne Element, bis zur Position i minus 1 ist alles schon sortiert. Und jetzt ist Move AI to the right place folgende Prozedur. Wir nehmen eine neue Variable e und weisen der diesen Wert zu, den wir gerade betrachten, dieses kleine grüne Element sozusagen. Wenn jetzt e kleiner ist
als A1, also der Anfang der schon sortierten Liste, dann haben wir ein neues Minimum gefunden. Und was wir dann machen müssen, ist, wir müssen alle Elemente verschieben, also wir verschieben die schon sortierten Elemente alle einen Platz nach rechts. Also AJ wird, was vorher links daneben stand, bis eben wir die Lücke geschlossen haben, wo wir das AI rausgenommen haben. Und dann wird A1, das jetzt ja eigentlich eins nach rechts gerückt ist, da ist sozusagen jetzt frei, wird unser neues Minimum. Und dann haben wir tatsächlich einfach umständlich dieses AI, weil es ein neues Minimum war, vorne angefügt, indem wir alles nach hinten geschoben haben, haben dadurch die Lücke geschlossen und dann einfach vorne A1 zugewiesen, das neue Element, das das Minimum ist. Ansonsten wird es ein bisschen komplizierter. Ansonsten haben wir hier eine Schleife, die der Laufvariable J das I zuweist, und solange A an der Stelle J-1 immer noch größer ist als E, ja, zählen wir das J runter und verschieben, bis wir dann, wenn die Schleife abbricht, ist das AJ minus 1 tatsächlich kleiner gleich E, und dann werden wir an der Stelle AJ das E einfügen. Das ist im Prinzip genau, wie man sich denkt. Wir suchen die Stelle, wo wir es einfügen können, verschieben ab da alles nach rechts, schließen die Lücke, und an die Stelle, wo wir die Lücke schließen, an die Stelle, wo sich die neue Lücke auftut, weisen wir das E hin. Ja, das kann man sich sehr anschaulich vorstellen. Und wenn wir das jetzt analysieren wollen, dann würden wir sozusagen eine obere Schranke gerne haben und eine untere Schranke. Und tatsächlich ist es so, bei der oberen Schranke betrachten wir den schlimmsten Fall. Und der schlimmste Fall ist, dass wir im Prinzip dieses grüne Element immer möglichst weit, also immer sehr, sehr weit reinfügen müssen. Das heißt, wir haben für die Schleife, ja, für die Schleife, die wird so häufig durchlaufen, jedes Mal so viele Stellen, über die wir hinweg vergleichen müssen, bis wir das endlich vorne anfügen dürfen. Also der schlimmste Fall ist, dass immer dieses grüne Element das neue Minimum ist. Und wir sozusagen, der schlimmste Fall ist, dass wir vergleichen müssen über die ganze Länge, und dann haben wir im Prinzip so viele Vergleiche machen müssen, wie wir hier sehen. Das ist sozusagen diese Formel hier, ist im Prinzip dieses Dreieck. So viel haben wir arbeiten müssen. Und jetzt, wenn wir eine untere Schranke machen wollen, dann könnten wir uns vorstellen, dass diese Liste beinahe schon sortiert ist. Das heißt, wir sind sozusagen immer quasi nach einem Vergleich fertig. Bei einem Vergleich wissen wir schon, wo es hin muss. Und es muss immer sozusagen ans Ende. Wenn wir nämlich vorne anfügen, dann wissen wir das zwar vielleicht schnell, weil wir gleich rausgefunden haben, hey, das ist das neue Minimum. Aber wir müssen ja alles nach hinten hinschieben. Das heißt, wir haben sehr viel Arbeit, wenn wir immer vorne einfügen müssen und dann alle Elemente nach hinten kopieren müssen. Der günstigste Fall ist, dass wir tatsächlich das grüne Element immer direkt links daneben quasi einfügen können. Also wir müssen immer nur die zwei Elemente vertauschen. Wir bewegen das Rote in die Lücke und das Grüne dorthin. Oder wir stellen fest, dass es schon richtig rum ist. Also
Das wäre sozusagen der günstigste Fall. Da haben wir Aufwand O von 1, weil wir sozusagen für jedes der, also Aufwand O von 1 für das Einfügen, ja, wir brauchen bloß zwei Elemente, das ist O von 1, anzufassen. Und das machen wir n mal, weil wir sozusagen mit unserer Schleife über alle diese Elemente hier mal grün machen. Aber für jedes Element haben wir, weil die Liste fast sortiert ist, nur konstanten Aufwand. Wir müssen nur zwei Elemente betrachten. Dann kommt hier O von n als sozusagen untere Schranke raus. Ja, die Analyse zeigt uns, im schlimmsten Fall ist das quadratisch und im günstigsten Fall konstant. Hängt also sehr stark davon ab, wie die Liste vorher schon teilsortiert ist oder nicht. Und jetzt wollen wir einen besseren Sortieralgorithmus kennenlernen. Dieser bessere Sortieralgorithmus wird nicht quadratischen Aufwand haben, selbst wenn die Liste irgendwie beliebig gegeben ist, sondern wir werden hier einen Aufwand von n log n hinbekommen. Und die Grundidee ist ganz einfach. Wir machen Teile und Herrsche. Das heißt, Merge Sort. Merge ist dieses Zusammenfügen, wenn man beispielsweise wenn man von der zweispurigen Straße auf eine einspurige Straße kommt, wie man sich da zusammenfügt. Und das werden wir gleich sehen, dass wir das der Größe sortiert nach machen werden. Merge Sort macht Folgendes. Wir haben die Liste gegeben, dieses Array, und dann werden wir diese Liste in zwei Teile teilen, ja, die gleich groß sind oder nur ein Element Differenz haben in der Länge, wenn es ungerade ist. Wir werden diese Liste einfach in zwei Teile teilen, das macht fast keine Arbeit. Dann werden wir diese beiden Teillisten, Teile und Herrsche, sortieren, und zwar wieder mit Merge Sort. Und wenn dann die beiden Teillisten sortiert sind, dann werden wir, wie wenn eine zweispurige Straße auf eine einspurige Straße, zu einer einspurigen Straße wird, werden wir hier die beiden Autoschlangen da zusammenführen. Und zwar werden wir immer gucken, welches ist das, wir vergleichen die beiden, die vorne stehen, welches ist das größere, das lassen wir zuerst durch und schreiben das in die endgültige Liste rein. Dann das nächstgrößere ist, wenn wir jetzt das schon durchgewunken haben, vergleichen wir dieses da, das nachgerückt ist, mit dem da, das dieses das größere, nehmen wir. Wir vergleichen dieses da, das nachgerückt ist, mit dem das nachgerückt ist, ist immer noch das Blaue hier das Größere, darf durch. Dann kommt dieses nachrückend, ist kleiner als das da, wir winken das Rote durch. Das heißt, durch dieses Merge entsteht aus zwei sortierten Folgen eine sortierte Folge. Und der Aufwand dafür ist O von N. Ja, das heißt, ich muss sozusagen mit jedem Vergleich, den ich mache, wird hier ein Element angefügt und diese Liste hat Länge n. Das heißt, ich mache n Operationen, um dieses Merge zu machen. Und jetzt werden wir eben einsehen, dass Merge Sort teilt das Problem in zwei Subprobleme. Die werden jeweils in zwei Subprobleme geteilt. Die Subprobleme haben in etwa die gleiche Größe. Also wenn es eine Zweierpotenzlänge ist, dann haben sie sogar genau die gleiche Größe, immerzu. Und dann kriegen wir einen Baum der Tiefe n, einen Baum der Tiefe log n. Und das Zusammenfügen hat sozusagen diesen Aufwand n, und daraus wird sich dann, werden wir gleich sehen, dieses n log n ergeben. Aber wir machen ein Beispiel, machen ein ganz einfaches Beispiel. Wir beginnen mit einer Liste. Diese Liste ist gegeben. Der erste Schritt, den Merge Sort macht, ist, es trennt die Liste, in dem Fall ist die Liste von ungerader Länge, dadurch ist diese Hälfte etwas größer. Es trennt diese Liste in zwei Listen.
ja, fast der gleichen Länge. Dann werden die jeweils wieder in zwei Listen getrennt, fast derselben Länge. Dieses ist der Basisfall. Ja, da gibt es nichts mehr zu sortieren. Hier sind wir fertig. Die werden jetzt also, der Basisfall wird hier nicht weiter geteilt. Hier wird es noch geteilt auf zwei Listen. Und dann passiert hier das erste Merge. Das heißt, hier stehen zwei Zahlen und wir bilden daraus die sortierte Liste von zwei Elementen, 1, 7, indem wir sozusagen die größere Zahl vorne an, also je nachdem, wo man vorne hat, nach rechts hinschreibt. Dann haben wir diese Liste schon sortiert. Diese Liste ist schon sortiert. Wir machen wieder eine Merge-Operation und kommen bei 1, 2, 7 an. Auf dieser Seite Blitz, 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 lauter einelementige Listen, da gibt es nicht mehr viel zu sortieren. Das heißt, wir machen jetzt Merge. Hier ergibt sich 2, 8, hier ergibt sich 1, 8. Diese beiden Listen sind schon sortiert. Sollte nicht zu viel zeigern, das braucht Batterie. Diese beiden Listen sind schon sortiert. Das heißt, wir machen die Merge-Operation und die ergibt 1, 2, 8, 8. Wir schreiben sozusagen die großen Zahlen hinten hin. Die 8 darf durch, die 8 darf durch, die 2 darf durch, die 1 darf durch. Und dann erhalten wir zwei Teillisten, die schon sortiert sind. Machen wieder diese Merge-Operation und diese Gesamtliste am Ende ist die sortierte Liste. Also ich glaube, an dem Beispiel sollte alles klar werden. Also Merge-Sort sollte man schon verstanden haben. Es ist wirklich einfach aufteilen in zwei etwa gleich große Teilprobleme, die dann mit Merge-Sort sortieren und danach sozusagen mit dieser Merge-Operation, die immer den größten nach vorne in die Liste holen. Dieses Merge, das hier Mischen heißt, was vielleicht ein bisschen irreführend ist, aber ich weiß auch keine sehr gute deutsche Übersetzung, es ist dieses reißverschlussartige Zusammenfügen, hat folgenden Aufwand. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt diese beiden Teillisten gegeben, ja, und wir wollen die erste Operation machen. Das heißt, wir vergleichen, hier wäre es egal, aber wir bewegen aus der Liste A das kleinste Element in die Ergebnisliste. Dann ist das da weg und das sind die beiden Teillisten, mit denen ich verblieben bin. Jetzt vergleichen wir, sehen, das kleinere Element steht hier bei in Liste B, wir machen Move B und dann kommt dieses Element dort weg und die sortierte Liste hat jetzt zwei Elemente, die beiden kleinsten Elemente. Dann vergleichen wir wieder, ist wieder gleich, deshalb machen wir Move A. Das heißt, die 2 kommt jetzt in die sortierte Liste. Wir vergleichen die 7 und die 2, wir machen Move B, weil in B das kleinere Element ist. Das kommt dann in die sortierte Liste. Dann vergleichen wir, die 7 ist kleiner als die 8. Wir machen Move A, die 7 kommt in die Liste. Und jetzt ist eine der beiden Listen leer. Und jetzt wissen wir, dass wir die andere Liste, weil sie ja sortiert ist, und die andere einfach hinten anfügen können. Das heißt, jetzt machen wir Konkateniere mit B. Das heißt, alles, was in B übrig geblieben wird, ist größer als alles, was wir bisher gesehen haben und ist immer noch sortiert. Wir können das also einfach anhängen. Ja? Und was wir sehen ist, mit jedem Vergleich, den wir machen, kriegen wir ein neues Element in die sortierte Liste. Und weil die sortierte Liste am Ende n Elemente hat, brauchen wir sozusagen n Vergleiche und eben n Operation, das gibt uns eine Zeit von O von N für dieses
Merge. So, wenn wir jetzt das Split und das Merge betrachten, dann werden wir einen Aufwand von O von N log N kriegen, und zwar aus folgendem Grund. Die Zeit, die wir insgesamt für den Algorithmus brauchen, ja, das ist die Zeit, die wir für den Merge brauchen am Ende, plus die Zeit, die der Algorithmus für eine Liste der halben Länge braucht, plus die Zeit, die der Algorithmus für die andere Liste der halben Länge braucht. Ja? Und dieses ist O von N log N, wie wir hoffentlich gleich einsehen. Und zwar würden wir gerne das Master-Theorem anwenden. Das geht hier nicht direkt, weil hier sozusagen eine Liste ein bisschen größer sein kann als die andere, wenn dieses N ungerade ist. Ja, in dem Buch von Herrn Sanders steht drin, wie man dann mit dieser Runderei umgeht, wie man dann sozusagen trotzdem zu dem Ergebnis kommt, dass das N log N ist. Für die Vorlesung machen wir jetzt einen schmutzigen Trick. Und zwar werden wir einfach die Eingabe auf die nächste Zweierpotenz aufblasen, ja, und dann zum Beispiel könnten wir irgendwelche absurd großen Werte anhängen, die dann sozusagen immer, wenn die Liste sortiert ist, rechts stehen und die wir dann wieder abschneiden können. Und dann sind sozusagen beide Hälften immer gleich lang, und dann können wir das Master-Theorem anwenden und kriegen als Zeit N log N raus. Dieses auf die nächste Zweierpotenz aufblasen ist sozusagen, das hört sich schlimm an, und ich glaube, jemand, der in Praxi effiziente Algorithmen schreiben will, der ist damit auch nicht zufrieden. Ich glaube, wer wirklich effiziente Algorithmen schreiben will, für den ist sozusagen diese Groß-O und diese Groß-Theta-Notation sowieso so ein bisschen zu grob, weil da in Praxi eben konstante Faktoren auch was entscheiden. Aber der Faktor dieses Aufblähens ist höchstens ein Faktor 2, weil ja zwischen der Zahl und zweimal der Zahl eine Zweierpotenz liegt. Eine Frage, die wir uns jetzt stellen könnten, ist, geht es noch schneller? Ja, geht es noch schneller als N log N? Ich würde Sie gerne davon überzeugen, dass es nicht schneller geht. Das ist aber schwierig, weil die Unmöglichkeit einer Verbesserung ist im Allgemeinen sehr schwer zu beweisen, denn sie erfordert ja eine Aussage über alle denkbaren Algorithmen, vielleicht auch über Algorithmen, die wir nicht verstehen. Das heißt, es könnte ja sein, dass es irgendwie ein Verfahren gibt, das ganz, ganz, ganz was Komisches macht und auf einmal schneller sortiert. Ich werde Sie trotzdem versuchen zu überzeugen, dass es nicht schneller geht, aber ich werde die Algorithmenklasse etwas einschränken. Das heißt, wir werden etwas einschränkende Annahmen machen. Wir werden davon ausgehen, dass der Algorithmus vergleichsbasiert ist, er sozusagen sich die Elemente mal vergleichend angucken muss, und dann gelingt uns der Beweis. So, vergleichsbasiertes Sortieren, das heißt, wir kriegen Informationen über die Elemente nur durch einen Zwei-Wege-Vergleich. Das heißt, wir haben Elemente, und diese Elemente sind für uns sowas wie Symbole, mit denen wir im Prinzip nur dieses Kleinergleich machen können. Wir können jetzt mit denen nicht rechnen. Es könnte ja sein, dass es irgendeine raffinierte Formel gibt, die schneller sortiert, die aber die Elemente erstmal aufsummiert und hinterher, wer weiß, was Komisches macht. Machen wir nicht. Wir sagen, unsere eingeschränkte Klasse von Algorithmen darf mit den Bit-Darstellungen der Elemente oder mit den Zahldarstellungen der Elemente nichts Komisches machen, sondern die einzige Information,
die wir haben, also oder die einzige Operation, die wir machen können, die einzige Information, die wir haben über die Elemente, ist dieser Zwei-Wege-Vergleich. Und wir fragen uns jetzt, wenn wir diese Einschränkungen haben, wie viele Vergleiche müssen wir denn machen, um eine Liste zu sortieren? Wie viele solche Vergleiche von zwei Elementen müssen wir machen, um eine Liste zu sortieren? Und dadurch kriegen wir eine untere Schranke. Denn die Anzahl der Vergleiche, die wir machen müssen, ist ja eine untere Schranke dann für die Anzahl der Operationen, die wir machen müssen. Und da werden wir mit n log n minus o von n schon sehr nahe an das n log n rankommen und tatsächlich sozusagen einsehen, dass wenn es nicht irgendwas gibt, was sozusagen die innere Struktur der Zahlen nutzt, wenn es sowas nicht gibt, sondern wenn Vergleichen der einzige Weg zum Sortieren ist, dann werden wir einsehen, dass es eigentlich nicht schneller geht als beispielsweise Merge Sort. Wir brauchen im schlimmsten Fall so viele Vergleiche, garantiert, egal welchen Algorithmus Sie nehmen, solange er vergleichsbasiert ist. Und der Beweis läuft wie folgt. Wir betrachten die Eingaben. Ja, die Eingaben sind die unsortierten Listen. Raus kommt die sortierte Liste. Die Eingaben sind Permutationen, also Umsortierungen von 1 bis n. Und es gibt, ja, Kombinatorik, genau n Fakultät solche Permutationen. Ja, das ist genau die Umordnungen, die Anzahl der Umordnungen, die es gibt. Und jetzt werden wir etwas rumrechnen. Gleich. Und zwar ist Folgendes sozusagen die Idee. Wir haben eine baumbasierte Sortierdarstellung. Wir stellen uns also vor, unser Algorithmus ist optimal und bei jedem Vergleich kommen zwei Möglichkeiten raus, führen wieder zu einem Vergleich und am Ende der vielen Vergleicherei im Blatt ist eine Permutation durchgeführt worden. Also wenn wir sozusagen wir haben irgendeine Permutation gegeben, am Ende ist sortiert worden, das heißt, diese Permutation würde rückgängig gemacht, entlang des Pfades die eine, entlang des anderen Pfades die andere. Und da wir jede Liste sortieren können wollen, jede Permutation rückgängig machen können wollen, brauchen wir pro Permutation ein Blatt. Ja? Ein Blatt für die eine Permutation, ein Blatt für die andere Permutation. Für jede Permutation muss hier ein Blatt sein. Und die Ausführungszeit des Algorithmus ist die Tiefe des Baumes. Ja, das ist die Mindestanzahl an Vergleichen, die ich machen muss. Ja, ich könnte noch mehr machen, aber die muss ich mal mindestens machen, damit ich die richtige Permutation auswähle. Ja, das heißt, ein Sortieralgorithmus, der vergleichsbasiert ist, wird anhand seiner Vergleiche eines der Blätter auswählen und dieses Blatt entspricht der Permutation, die wir rückgängig gemacht haben. Das heißt, die Länge des Pfades ist die Länge der Berechnung, ist die Anzahl der Vergleiche, die wir gemacht haben müssen. Sonst wäre die Permutation nicht eindeutig bestimmt und wir hätten nicht sortiert, sondern irgendwas im Unklaren gelassen, egal was da hinten passiert oder so. Und jetzt ist es so, jede Permutation muss in dem Baum vorkommen, sonst können wir nicht jede Permutation rückgängig machen, sonst können wir nicht jede Liste sortieren. Und die Tiefe des Baumes, also die Länge eines solchen Pfades, entspricht der Ausführungszeit des Algorithmus. Und was wir jetzt machen, damit wir ausrechnen, wie gut man überhaupt nur vergleichsorientiert sortieren kann, ist, wir wollen wissen, wie groß ist dieser Baum, ja, wie groß ist dieser Baum, und dann wollen wir wissen, wie lang ist der längste Pfad, wenn wir den optimal, sprich als Binärbaum aufgebaut haben. Nicht irgendwie blöd, sondern optimal als Binärbaum. Was ist dann sozusagen der längste Pfad? Und dann
wissen wir, welchen Aufwand wir tatsächlich treiben müssen in Anzahlvergleiche. Gibt es dazu Fragen? Ich frage deshalb, weil jetzt nämlich sollten wir diese Anschauung, dass wir über die Größe des Baumes argumentieren, verinnerlicht haben, weil wir danach nämlich einfach eine Rechnung machen werden. Die wird nicht sehr anschaulich sein und da kommt dann dieses N log N raus. So, da ist es schon, die nicht anschauliche Rechnung. Ein Baum der Tiefe T, ein Binärbaum der Tiefe T, hat höchstens 2 hoch T Blätter. Ja? Wir wissen, dass wir mindestens N Fakultät, das war die Anzahl der Permutationen, N Fakultät viele Blätter brauchen für unseren Baum, der alle möglichen Sortierpfade darstellt. Das heißt, dieses T, das wir suchen, die Tiefe T war ja die Länge des Pfades, war ja die Berechnung, die wir mindestens machen müssen, die Anzahl der Vergleiche. Für dieses T gilt 2 hoch T, das ist die Anzahl der Blätter des Binärbaums, ist größer gleich N Fakultät. Ja, das brauchen wir, sonst ist das falsche T. Das ist genau dann der Fall, wenn ich ziehe jetzt auf beiden Seiten einen Logarithmus, wenn T größer gleich der Logarithmus von N Fakultät ist. Was wir später einsehen werden, ist, dass N Fakultät abgeschätzt werden kann durch, also von unten her abgeschätzt werden kann, durch N geteilt durch E, Eulersche Konstante, hoch N. Das werden wir gleich einsehen. Damit haben wir das Log N Fakultät, darf nicht auf den Nupsi kommen, sonst kommt da das Menü hoch. Also, Log N Fakultät kann man von unten abschätzen durch den Logarithmus von N durch E hoch N, weil wir N Fakultät durch diesen Term abschätzen können. Dieses Log N durch E hoch N ist aber, dieses hoch N darf man vor den Logarithmus ziehen, ja, ist N mal Log N minus N mal Log E ist also N mal Log N minus O von N, weil Log E ist eine Konstante, N mal eine Konstante ist O von N und wir haben hier N Log N minus N mal Konstante, also N Log N minus O von N. Das ist, was wir zeigen wollen. Ich hoffe mal, dass es zu den Umformungen keine großen Probleme gibt. Wenn man im Logarithmus teilt, wird es eine Subtraktion von Logarithmen. Wenn man im Logarithmus hoch N nimmt, geht ein Faktor N vor den Logarithmus. Ja, das ist nichts anderes haben wir verwendet. Genau. Und jetzt ist es so, wir benutzen eine Approximation der Fakultät. N-Fakultät ist auf jeden Fall kleiner gleich N hoch N. Ja, weil N-Fakultät ist sowas wie 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 und das ist eben weniger, als wenn wir jeden Faktor durch 5 ersetzen. Ja, 5 mal 5 mal 5 mal 5, gleich viele Faktoren wie 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1, ist einfach größer. Das heißt, N hoch N ist größer als N-Fakultät. Und das hier ist die interessante Abschätzung, die wir jetzt gerne einsehen würden, dass eben N-Fakultät größer ist als N geteilt durch E hoch N. So, den linken Teil, also diese Abschätzung, beweist man wie folgt. Der Logarithmus von N-Fakultät, ja, das ist ein großes Produkt da drin. Das ist der Logarithmus von N mal N-1 mal N-2 mal und so weiter. Und ein Produkt
im Logarithmus ist eine Summe von Logarithmen. Das heißt, wir können jetzt statt n mal n minus 1 mal n minus 2 und so weiter, können wir einfach summieren die Logarithmen summieren für i von 2 bis n. Wir starten bei der 2, weil der Logarithmus von 1 0 ist. Ja. Ansonsten könnten wir auch ruhig bei der 1 anfangen. Und jetzt ist es so, das hier ist eine Summe von Werten, von Balken, die man nach unten abschätzen kann durch ein Integral. Das ist wie diese obere Summe des Integrals. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich die Integrale kennengelernt als den Limes von sozusagen oberer Summe und unterer Summe. Das hier ist quasi die obere Summe dieses Integrals. Das heißt, statt zu summieren die Balken, können wir integrieren, glatt integrieren über lnx dx von 1 bis n. Bedeutet, wie machen wir das? Wir suchen die Stammfunktion, ja, früher mit dem Bronstein Semendjajew, heute mit Google, Stammfunktion lnx, da steht sie, und dann setzen wir einmal x als n ein, das ist die obere Schranke, und ziehen davon ab, wenn wir x gleich 1 einsetzen. Für x gleich 1 ist der Logarithmus von 1 ist 0 minus 1, kommt irgendwas Kleines raus, kommt da raus, steht gerade auf der Leitung. Das ist nicht ln x minus 1, sonst wären die Klammern anders, ja, das ist ln x minus 1. Und wenn wir jetzt, das ist irgendwas Konstantes, finde ich gerade nicht, wenn wir das einsetzen, wenn wir das n für das x einsetzen, kommt da tatsächlich raus n mal ln n minus 1. Also n mal ln n minus n. So. Das ist jetzt unsere Abschätzung vom Logarithmus von n-Fakultät. Und was wir jetzt machen ist, wir schreiben das ein bisschen um. N-Fakultät ist es jetzt, wir haben e hoch n mal ln n minus 1, das heißt, wir haben, das ist eine unanschauliche Rechnung, wir haben es gleich. Der Trick ist, dass man sozusagen e hoch Logarithmus, das hebt es weg. Das heißt, wir machen Folgendes. Wir haben hier ln von n-Fakultät und hier haben wir diese Abschätzung. Was wir jetzt machen ist, wir werden diese Abschätzung, genau, die in den Exponenten von e schreiben. Das heißt, wir schreiben auf die linke Seite e hoch ln n-Fakultät. Das ist einfach nur n-Fakultät. Ja, der e hoch und Logarithmus heben sich weg. Ja, was? Lauter. Ja, Sie sind wahrscheinlich zu laut. Aha. Ich mache etwas lauter. So. Also. Ich hoffe, Sie verstehen mich jetzt sehr gut. Wir haben hier eine Abschätzung. Dieses wird nach unten abgeschätzt durch das da. Dann wird ja auch e hoch dieses nach unten abgeschätzt durch e hoch das da. Ja, e hoch dieses ist einfach n-Fakultät, weil sich e hoch und der Logarithmus Naturalis heben sich weg. Und e hoch
Das da haben wir da einfach hingeschrieben. Das heißt, aus dieser Abschätzung konnten wir diese Abschätzung schlussfolgern. Und jetzt werden wir ein bisschen umformen, um auf diese Darstellung zu kommen. Das heißt, E hoch dieses, das ist E hoch n mal l, also wir multiplizieren hier oben aus, ja, das ist ein bisschen, das n vor der Klammer multiplizieren wir in die Klammer rein, dann steht da n mal ln minus n. Das ist eine Subtraktion im Exponenten, das entspricht einem Dividieren hier, Potenzgesetze, das heißt, wir haben einmal dieses e hoch n ln n. Und dieses minus n ist dann ein geteilt durch e hoch n. Ja, einfach die Subtraktion im Exponenten wird zu einer Division der Potenzen da. Ja? E hoch n mal ln n ist dasselbe wie e hoch ln n mal n. E hoch ln n ist das ist n, weil sich den Logarithmus ziehen und hoch e nehmen wieder weghebt. Das heißt, hier steht n hoch n. Unten bleibt e hoch n stehen. Jetzt ziehen wir diese beiden n vor die Klammer und wir haben tatsächlich n durch e hoch n als Abschätzung für diesen Term und sehen, dass n-Fakultät tatsächlich abgeschätzt wird durch n durch e hoch n. Wir sehen also ein, also ich will nochmal das Fazit machen. Wir sehen also ein, wir haben uns gefragt, wie viele Vergleiche müssen wir machen? Dazu haben wir gesagt, unser Binärbaum, das wäre das Optimale, hat mindestens n-Fakultät Blätter, sonst kriegen wir nicht alle Permutationen hin. Wir suchen also eine Tiefe des Baumes, sodass 2 hoch t größer gleich n Fakultät ist. Ja? Und dann haben wir das t abschätzen können durch n mal log n minus o von n. Und das ist das eigentliche Fazit. Der Rechentrick ist, wie wir es gemacht haben, wie wir nämlich diese n Fakultät hier drinnen durch dieses n durch e hoch n abgeschätzt haben. Und dafür brauchten wir diese Rechnung. Ja, diese Rechnung ist, um sie zu überzeugen, aber die wesentliche Botschaft ist, dass wir sozusagen einen optimalen Algorithmus gesucht haben, der vergleichsbasiert ist, uns angeguckt haben, wie viele Vergleiche wir machen müssen. Das heißt, wir haben uns einen Binärbaum angeguckt, der im Prinzip alle denkbaren Vergleiche wiedergibt. Bei jeder Permutation müssen wir irgendwie rauskommen können. Deshalb gibt es Anzahl der Permutationen viele Blätter. Und dann haben wir uns gefragt, wie tief ist der Baum? Weil so viele Vergleiche muss ich in jedem Fall mindestens machen. Und diese Rechnung war sozusagen nur, um diese Abschätzung hier oben zu rechtfertigen. Und damit haben wir eingesehen, dass n log n minus o von n tatsächlich diese untere Schranke ist, solange der Algorithmus vergleichsbasiert ist. So, jetzt ist es so, Sie könnten sagen, da haben Sie es aber nur bewiesen für deterministische Algorithmen. Ich habe gehört, da gibt es randomisierte Algorithmen, die deutlich schneller sind. Ja, es gibt randomisierte Algorithmen, die schneller sind als Merge Sort, aber trotzdem stoßen die auch an dieser Schranke an. Aber den Beweis werden wir hier nicht machen. Die mittlere Ausführungszeit ist sozusagen dann immer noch nach unten abgeschätzt durch n mal log n minus o von n Vergleiche, selbst wenn wir Ihnen Randomisierung erlauben. So, wir werden jetzt zu einem in Praxi besseren, im Groß-O-Kalkül gleich guten Algorithmus kommen.
Und dieser Algorithmus ist Quicksort. Wir machen wieder ein Teile und Herrsche. Ja, das heißt, wir werden ähnlich wie bei Merge Sort das Problem des Sortierens aufteilen in zwei Sortierprobleme, die wir dann wieder sortieren mit Quicksort. Aber wir machen es andersrum im Vergleich zu Merge Sort. Bei Merge Sort war das Teilen der Probleme ganz einfach. Wir haben einfach die Liste in der Mitte geteilt, gesagt, das ist das eine Teilproblem, dieses zu sortieren, und das ist das andere Teilproblem, jenes zu sortieren. Jetzt machen wir den Aufwand des Aufteilens größer, aber dafür können wir hinterher auf das Merge verzichten und die Ergebnisse einfach aneinander fügen. Und die Idee ist ganz einfach. Also wir leisten die Arbeit, bevor wir rekursiv die Teilprobleme lösen. Bedeutet, am Ende ist das Zusammenfügen der Teillösungen einfach nur noch ein Konkatenieren. Ja? Und was wir machen, ist Folgendes. Die Function Quicksort kriegt eine Folge von Elementen und gibt eine Folge von Elementen aus, die dann sortiert ist. Und wenn, wie der Elementarfall, wenn diese Folge Länge 1 hat, dann geben wir das einfach zurück, das ist schon sortiert. Falls aber das sozusagen eine längere Liste ist, Liste hat nicht Länge 1 und wir wollen was sortieren, wollen wir jetzt Teilprobleme draus machen. Dafür wählen wir ein Element aus der Liste, das wir P nennen wie Pivot-Element. Und jetzt gehen wir die Liste durch und bilden drei neue Listen. Die eine Liste, es sind alle die Elemente, die echt kleiner sind als unser Pivot-Element P. Die schreiben wir in die Liste A rein. Alle, die genau gleich groß sind wie unser Pivot-Element P, schreiben wir in die Liste B rein. Und alle Elemente, die echt größer sind als unser Pivot-Element P, schreiben wir in die Liste C rein. Das heißt, wir machen uns O von N viel Arbeit, weil wir mit unserem Pivot-Element in der Hand durch die Liste durchgehen und jedem Listenelement mal sagen müssen, ob wir es jetzt in die Liste A, in die Liste B oder in die Liste C schieben. Aber mehr als linearen Aufwand hat das nicht, wenn man das Pivot-Element schon hat. Und Tatsache ist, das ist kein Algorithmus hier, sondern ein erster Versuch, denn Pick Sum Pivot-Element ist so noch so ein bisschen unterspezifiziert. Das Tolle ist aber, wenn wir jetzt die Liste A und die Liste C jeweils wieder sortieren, mit Quicksort zum Beispiel, dann können wir am Ende die sortierte Liste A, dann die Liste B, die ist schon sortiert, alle Elemente sind gleich groß, und dann die sortierte Liste C einfach aneinander hängen, weil wir ja wissen, dass jedes Element in A echt kleiner ist als jedes Element in B, und jedes Element in B ist echt kleiner als jedes Element in der Liste C. Das heißt, es kann nicht sein, dass die Ordnung nicht hergestellt ist. Wir können das sozusagen einfach aneinander hängen. Ja, wir haben die Arbeit vorher investiert. Das sieht auch schon so ein bisschen wieder nach n log n aus, weil wir sozusagen wieder linearen Aufwand haben für die Arbeit, die wir machen, und alles andere durch Teile und Herrsche hinkriegen. Aber wir müssen uns mal Gedanken machen, wo kriegen wir dieses Pivot-Element her? Denn im Moment ist das noch so ein bisschen unvollständig. Wir brauchen ein geeignetes Pivot-Element, um damit das ein vernünftiger Algorithmus wird. So. Wir analysieren mal unseren Algorithmus für ein ganz blödes Pivot-Element P. Wir picken uns nämlich immer das Minimum raus, ja, oder äquivalent immer das Maximum. Ja, dann passiert leider Folgendes. Wir picken uns das Minimum raus, bedeutet,
die Liste A ist leer, weil kleiner als das Minimum ist nichts. Die Liste B enthält das Pivot-Element, das das Minimum ist, wenn wir Pech haben, aber nichts anderes. Und die Liste C ist einfach nur um eins kürzer geworden. Das heißt, wir haben sozusagen so einen Teil- und Herrscheschritt gemacht und haben die Liste, die unsortierte Liste nur um eins kleiner gemacht. Das ist nicht so schön wie bei Merge Sort, wo wir sozusagen zack in zwei Listen halber Länge gleichgekommen sind. Hier kann es tatsächlich ungünstig laufen, wenn wir nämlich immer das Minimum nehmen, dann wird mit jedem Mal, den wir den Quicksort rekursiv aufrufen, die Liste nur um eins kürzer, ja, und jedes Mal haben wir diesen linearen Aufwand, weil wir alles mit dem Pivot-Element vergleichen müssen, um festzustellen, wer geht in Liste A, wer geht in Liste B, wer geht in Liste C. Das heißt, wir haben insgesamt n rekursive Aufrufe, weil jedes Mal die Liste nur um eins kürzer wird. Und wir haben jedes Mal Aufwand n, bedeutet quadratischen Aufwand. Vielversprechender, schönes Beispiel, also das ist eigentlich klar gewesen, wir haben diese Liste, die ist nicht sortiert, wir sind so ungeschickt, ungünstigster Fall, und wählen 0, was das Minimum ist, als das Pivot-Element, dann kriegen wir die Listen A, B und C raus. A ist leer, weil nichts kleiner ist als 0. B enthält nur die 0, weil nur eine 0 da ist. Und C ist sozusagen die Liste nur um 1 kürzer. Dann steigen wir rekursiv ab. Wir wählen dummerweise wieder als Pivot-Element das Minimum. Das heißt, die Liste A beim rekursiven Abstieg ist wieder leer, weil nichts kleiner ist als die 1. Die Liste B enthält nur die 1, weil nur eine 1 da ist. Die Liste C ist wieder nur um 1 kürzer geworden. Und so geht das runter. Und wir haben tatsächlich n rekursive Aufrufe, bis wir fertig sind. Und jedes Mal in jedem rekursiven Aufruf den Aufwand n, weil wir das Pivot-Element mit allen in der Liste vergleichen müssen. Der beste Fall ist aber, wenn das Pivot-Element der Median ist. Ja, der Median ist der Wert, dass gleich viele Elemente größer wie kleiner sind. Ja, der Median, aber das wissen Sie alle, darf nicht verwechselt werden mit dem Mittelwert. Es kann ja zum Beispiel sein, wenn irgendwie eine Party ist und Bill Gates ist auf der Party, dann kann es sein, dass der Durchschnittsverdienst, also der Mittelwert, ganz schön hoch ist. Ja? Aber es kann trotzdem sein, dass oberhalb dieses Mittelwertes nur einer ist, der mehr verdient. Der Median ist eben nicht dieser Mittelwert, wo wir alle Verdienste zusammenaddieren und durch die Anzahl der Leute teilen, sondern der Median ist der Wert, dass auf der Party das Einkommen von dem, sodass gleich viele Leute mehr verdienen, wie weniger verdienen. Und das ist hier für uns das Optimale, weil durch diese Wahl des Pivot-Elements als Median wird die Liste A die Elemente, die kleiner sind als das Pivot-Element, und die Liste B die Elemente, die größer sind als das die Liste C, die Elemente, die größer sind als das Pivot-Element, die werden etwa gleich groß sein. Ja, das heißt, wenn das Pivot immer der Median der Eingabe ist, dann wissen wir, dass im Elementarfall, also wenn die Liste, wenn wir so weit runter sind, dass die Liste Länge 1 hat, dann haben wir O von 1. Und wenn die Liste Länge n hat, dann haben wir O von n, das ist der Vergleich des Pivot-Elements mit, also der Vergleich des Pivot-Elements mit jedem Element der Liste, um zu entscheiden, ob man in Liste A gehört, in Liste B gehört oder in Liste C gehört. Plus zweimal die Zeit für die halbe Liste. Warum die halbe Liste? Weil wir eben den Median genommen haben, deshalb ist sozusagen die Anzahl der kleineren Elemente
und die Anzahl der größeren Elemente gleich groß. Und dann können wir das Master-Theorem anwenden und in diesem günstigsten Fall haben wir O von n log n. Ja? Das Problem ist jetzt, verstecken wir den Aufwand, weil wir jetzt den Median womöglich finden müssen. Und das ist gar nicht so einfach. Ja? Hier ist ein Beispiel, wie schön das Sortieren klappt, wenn man den Median nimmt. Das ist für diese Liste die 3. Und wenn wir die 3 nehmen, haben wir tatsächlich die Liste A, alle Elemente, die kleiner sind als 3, und die Liste C, alle Elemente, die größer sind als 3, sind gleich groß, dreielementig. Und dann können wir jeweils wieder mit dem Median ganz gleichmäßig aufteilen. Und dann haben wir wirklich einen Baum der Tiefe 3. Das heißt, ein wunderschönes n log n. Das heißt, eigentlich wirkt es so ein bisschen, als ob das gar nicht so gut wäre, weil im schlimmsten Fall sind wir quadratisch, im besten Fall sind wir so gut wie Merge Sort, und Merge Sort ist immer so gut. Warum nehmen wir nicht Merge Sort? Das ist tatsächlich so, dass in Praxi da Unterschiede sind. Zum Beispiel ist Quick Sort viel besser beim In-Place Sortieren. Und wir werden jetzt herleiten, wie man schnell das Pivot-Element ziehen kann und es trotzdem ziemlich gut ist. Der Median wird es nicht sein, weil das den zu bestimmen würde Arbeit machen, sondern wir wollen jetzt schnell ein Pivot-Element bestimmen, das ziemlich gut ist. Und zwar zufällig. Wir nehmen einfach ein zufälliges Element. Das heißt, Quicksort wählt das Pivot-Element zufällig. Und das Tolle ist, im Mittel ist das gut. Da kann man sich jetzt ein bisschen drüber beklagen, also wenn man beispielsweise in Echtzeit sortieren will, wenn man sozusagen auf keinen Fall haben will, dass dieser N-Quadrat-Fall passiert, dann sollte man Merge-Sort nehmen sozusagen. Hier kann es, wenn man das zufällig wählt, kann es ja sein, dass dass man sozusagen ungünstig das wählt. Es gibt sozusagen nur Garantien im Schnitt, aber keine Garantien für den schlimmsten Fall. Der ist vielleicht unwahrscheinlich, aber es gibt keine Garantien für den schlimmsten Fall. Aber im Schnitt ist Quicksort mit zufälligem Pivot-Element sehr, sehr schnell. Da ist auch ein Beispiel, wobei Sie natürlich nicht sehen können, ob das ein zufälliges Beispiel ist. So, das ist der Quicksort-Algorithmus, wie wir ihn die ganze Zeit gemacht haben. Aber das Pivot-Element wird sozusagen aus der Liste zufällig gezogen. Und die Behauptung ist jetzt, Quicksort hat erwartete Laufzeit, O von n log n, das heißt im Mittel, das ist jetzt wieder nicht dieses Medianmittel, sondern das andere Mittel, im Mittel ist das sehr schnell. So, dafür machen wir zuerst die Annahme, dass alle Elemente verschieden sind. Warum ist das ohne Einschränkung so? Ich denke, dass es einfach kein Mehraufwand ist, Wenn gleiche Elemente da sind, sozusagen die Abschätzung hängt davon nicht ab, weil die, weil wir die wieder einfach nur über die Vergleiche machen. Uns genügt die 3-Wege-Vergleiche, also wir machen 3 Vergleiche, weil wir einmal für die Liste klein a wollen wir alle Elemente, die echt kleiner sind als das Pivot-Element, für die Liste B alle Elemente, die gleich dem Pivot-Element sind, und für die Liste C alle Elemente, die echt größer sind als das Pivot-Element. Wir zählen also wieder die Vergleiche. C von n ist eben diese Anzahl der Vergleiche, die wir machen müssen. Und wir bestimmen jetzt nicht C von n, sondern den Erwartungswert von C von n dafür, dass wir das Pivot-Element zufällig ziehen. Denn wir haben ja schon gesehen, dass C von n selber
im ungünstigsten Falle quadratisch sein kann und im günstigsten Falle irgendwie n log n, wenn es zufällig immer der Median ist. Aber wir wollen jetzt sozusagen den Erwartungswert bestimmen, wenn wir das Element zufällig wählen. In der Vorlesungsplanung war geplant, dass ich viel länger für diese Umformungen brauche. Das hat schon ein bisschen lange gedauert. Aber weil ich nicht so lange gebraucht habe und wir uns entschlossen haben, den Beweis beim nächsten Mal zu machen, würde ich Ihnen jetzt schon freigeben.